verabredet. Einmal bitte nicht einsteigen. Einmal. Und hallo, hallo, hallo. Hör ich. Verarbeiten Sie einfach weiter. Können Sie mich akustisch verstehen? Sound muted. Microphone activated. Ja, bleiben Sie doch mal bitte stehen. Alles in der Ruhe. Ich meine, gucken Sie mal. Wir können das jetzt. Ich meine, gucken Sie mal hier. Die Herren, wir sind hier. Wollen den lieben Herrn hier. Haben hier gerade Umfragen gestartet. Und. Okay. Stehen hier und haben wieder eine Type in der Hand. Das vor unseren Augen. Die müssen wir Ihnen jetzt leider abnehmen. Guten Tag, die Herren. Ja. Kann nicht bestätigen. Dafür brauchen Sie aber keine Waffe. Selbstverteidigung. Die Herren hier haben PDW und Pistolen, dann nehmen Sie die Pistolen. Da kommen immer mehr Leute, Achtung! Bräuchten leider trotzdem nicht mehr. Hören Sie mich nicht richtig. Ich habe gesagt, wir hätten Ihre Type. Bleiben Sie doch einfach mal hier. Kommen Sie doch. Hören Sie doch mal auf zu verarbeiten. Wir sind Sie doch gerade ernsthaft unterhalten. Das ist doch respektlos, wenn Sie jetzt andauernd hier wegrennen und hier Ihr Zeug weitermachen. Wir sind zu Ihnen gekommen und gesagt, wir hätten gerne Ihre Waffe und dazu können Sie sich in zweierlei Arten äußern. A, Sie geben uns Ihre Waffe nicht und B, Sie geben uns Ihre Waffe. Da haben Sie jetzt diese zwei Optionen. Und die eine Option, wenn Sie die eine Option wählen, wird die Option, werden wir dann ja sehen, was wir dann machen oder wie wir dann weiter agieren. Machen Sie... Ich bin aber auch nicht dafür bekannt, dass ich freundlich oder höflich bin oder dass wir die Wohlfahrt sind, sondern wir sind dafür bekannt, dass wir uns illegale Waffen von den Straßen schmeißen und vor allem, dass wir die illegalen Routen beschützen und es läuft immer aufs Gleiche hinaus. Erst stehen Sie eben vorne mit der Waffe und wollen mit mir ein Käffchen trinken und in der nächsten Aktion stehen Sie hinter mir mit der Waffe, halten mir die Flinte am Kopf und denken, Ihr Geld kann Ihnen Übermut verschaffen und dann habe ich den Salat. Ich bitte jetzt nochmal. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Waffe. Warum hey, du brauchst weg? Gar nicht die ganze Zeit weg. Ja. Steig mal bitte unbewaffnet. Jawohl, ja. Da ist er weg. Scheiße. Ja. Nein. Das waren wir. Bruno, du steigst schon der Waffe aus oder du bist tot. Steig aus oder du bist tot. Und eine Waffe. Und Waffe. Sollen wir aussteigen? Du hast jetzt noch eine Sekunde zum Aussteigen, ja. Mann, Alter. Aussteigen, steigst du mit Waffe aus, töte ich dich. Ich probiere die aufzusammeln. Jetzt soll die Waffe hier endlich mal haben. Und jetzt gibt es uns die Waffe ab, aber sofort, Kerl. Ist jetzt zackig. So, auf den Boden, siehst du sie, bist du tot. Auf den Boden legen deine Waffe vor deine Beine. Stell dir mal nebenbei einen schönen Sensor auf. Nein! Waffe vor deine Beine auf den Boden. So, und jetzt nimmst du 2 Meter Abstand von deiner Waffe und nimmst deine Hände hoch. Wir hätten das auch auf ganz friedliche Art und Weise lösen können. Wir wollten das nicht so lösen. Dein Kollege, der jetzt weggefahren hat, unserer Sportlermusik, ist selber schuld. Doch, wir wollen ihre Waffe, wir wollen. Das hat nichts mit Nerven zu tun. Sie stehen hier mit einer 6,5
Waffe vor mir. Ich besitze, wie Sie sehen, eine 5,8 mm Waffe. Das bedeutet, ich stehe mit einem höheren Kaliber vor. Wir von den Units sind dazu angehalten, die Insel möglichst weit auf uns und unsere Freunde waffenfrei zu halten. Sie sind offenbar, sonst würde ich wir sie nämlich erkennen, keiner unserer Freunde. Dementsprechend nehmen wir ihnen ihre Waffe ab. Sie fahren weg und versuchen hier mit ihrer Cessna irgendeine Suicide-Aktion zu starten, obwohl ihr eigentlich, ich weiß nicht, was ihr ihnen ihr Leben wert ist, hier mitten auf einem Hill, beziehungsweise mitten an einem Berg und an einem Hang mit Fluggerät durchstarten möchten, ist auch ein bisschen fragwürdig. Da brauchen sie sich auch gar nicht beschweren, dass wir ihnen ihre Waffe abnehmen. Sie die ab und dann ist alles in Ordnung. Das hätten wir ganz schnell erklären können. Okay, wenn Sie das sagen, wenn Sie das meinen, dann seien das gerne Sie überlassen. Dann wird Ihnen noch einen sehr, sehr dunklen und bösen Tag. Und wie gesagt, Sie können Glück gehabt haben, nicht durchgestattet werden, weil wir hätten Sie schon irgendwie gefunden. Xian ist immer permanent am Blut. Die ist schneller als Ihr kleines Pferd. Und irgendwann wäre Ihnen der Sprit ausgegangen. Sie dürfen nicht immer vergessen, wenn sie mit uns kooperieren und das einfach Waffe gegeben hätten, wäre ihr noch am Leben. War es das jetzt wert für die umgerechnet vielleicht 300.000 kostet, dass das Leben ihres Kollegen dafür jetzt quasi den Bach runtergegangen ist? Naja. Lassen wir mal dahingestellt. Jetzt erledigt. Ja, du können. Nein, das ist nicht vorhersehbar. Das ist absolut korrekt, aber ich meine. Naja. Ah, Rajesh hat dich erwischt, wa? Naja, gut. Wie gesagt, Sie dürfen so in 30 Sekunden Ihre Hände runternehmen, dann alles. Sound activated. Channel switched. Warum denn? Was passiert? Was machen die denn? Hast du Aufnahme?